Und du guckst schon noch mal rein und du informierst ja schon. Aber für wen nicht, probier das. Und für uns fängt mit der Raffel immer gesagt, wir gehen Europa, wir schon nicht mal gesagt, ah, lustig, ich weiß nicht. Fünfmal ITT wie der Champion, einmal, zweimal Cyclocross und einmal Mountainbike. Wie lief es du mal da? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Schon gesagt, Gebrüder Kockelmann, der Raphael und der Mathieu. Das ist mein ganz großes Ehre, hier auf einem Europameister zu sitzen. Donaika, Felicitation und der Mathieu. Europameister am Zeitfuhr bei den Junioren. Merci. Mathieu, das war, also schon das live verfolgt gerade. Ich war richtig, richtig stolz, also wirklich. Ja, für Leute direkt ranzukommen, wollte ich erst beide mal fragen, so Geschichte von der Familie Kockelmann. Wie könnte das am Funk? Die Lisa ist ja auch noch dabei. Ja. Leider, also halt nicht dabei mit die Lisa, sondern auch in Teil von der Geschwister, also Geschwister, ja. Ja, von der Familie. Von der Familie, ja. Wie kommt Familie Kockelmann so am Velo? Kannst also du gerne. Am Funk können die ganze Velo-Geschichte angefangen, das sei ein Junge vom Dorf, die wohnt in der City, den ist immer mal typisch, das ist ja die Nummer, den Paar vom Training, dafür bei der Schule gemacht. Und die sind immer von, also von klein und immer Heilandsch gefahren, also von auch runter immer Heilandsch, all dünnsten. Und irgendwann wollte ich auch eigentlich damit gehen, also weil ich ihn halt gesehen und ich dachte, okay, wenn der das möchte, dann muss er das doch machen, dann probierst du das doch einfach. Und die sind schmatt gegangen, die waren halt der Richard Spautz, und das möchte er noch immer, ich meine, die möchte das schon seit 50 Jahren oder so. Okay. Und die sind schmatt gegangen und ich hatte halt Spaß drunter. Und die sind auch einfach matt gegangen, einfach aus Spaß, weil man Spaß im Velo hat. Und ja, so ist das, als das kam. Und dann ist meine Schwester gekommen, irgendwann hat er doch Mat gemacht. Und so ist das weitergegangen. Der Matthi auch. Der Matthi hat angefangen. Hat. Wo ist sein Mind? Ja, wo ist sein Mind? Also, wo ist sein Mind? Ich habe wenn der Bier schon für an mein. Also, ich hatte so ein Laufrad. Okay. Und mein Papa ist handdruckgelaufen und ich hatte keine Bremse und so viel, ich habe Stoß. Und dann sind die Schau längs an der Tür von Mat. Ja, wo ist sein Mind? Ja. Und sie sind ganz im Balkon am Laufrad. So. Ja, aber so fängt die nun mit dem Laufrad. Ja. Und war dann direkt, wo da die dippische Gruppe da gesehen hat, es muss dippisch sein, weil er auch heißt, der Gegend sind, oder? Ja, ich meine, sie sind immer die Club aus denen am Notsten. Also, ich meine, das ist immer am einfachsten, zumindest in den jungen Kategorien. Also, nicht mehr da, wo halt was am Notsten. Also, ich meine, tut ihr den Kollegen hier am Dorf und dann geht halt mit denen. Das ist halt eine Freundschaft, die dann ist. Und dann, ja, und da, wenn sie immer da irgendwas dann halt für dippisch entsteht, du warst auch ziemlich lang, mittlerweile nicht mehr, wir waren ziemlich lang, durch. Ich war echt der Junior, also für ein echt der Junior haben wir nicht gewesen, und Matthew bei. Ja, wir sind zusammen, ich meine, Matthew war ein Minim oder so. Okay. Echt der Minim, ja, aber echt der Minim, was der Champion gibt bei Matthew schon. Nee, echt der Minim war noch bei Typisch und Spitze. Zweite Minim, Minim war bei Matthew, genau. Was der Champion okay. Gibt bei zweite Minim bei Matthew. Okay, okay. Und, ja, ich grüß was gut. 4 Jahre. Und das, das ist auch, wenn es ein Richard dann eben eigentlich am Anfang aus der Kategorie Bambi 1 Jahr ab 6 Jahre. Und weil der Richard da ein bisschen diskutiert hat, dann noch am CA, so ich weiß aus oder war, aus der Mathieu 3 Jahre Bambi 1 gefahren. Ja, boah, der Fab auch. Du musst 4 Jahre, du sind schon immer warm gemacht. Du bist immer matt gefahren und du denkst, ja, du wirst auf Kurs gegangen sind, du bist schon matt von dann war ich mit meinem Pops im Arm und dann schon direkt so krass, weil es schon matt vorher gelöst hat. Und dann gleich vor, ja, verlässt nicht matt von und so, sagte ich, ja, das ist zu jung und darf nicht matt von und ja, dann hast du so gekommen und dann das Problem war, du bist nicht matt gefahren und dann hatte ich direkt den gelben Trikot. Oh, okay. Und ja, dann hat Pops sich abgeregt, dass ich ihn Platz gebe verschollen. Und dann sagt mein Papa, ja, sie sollen mich einfach aus dem Klassement rausfüllen. Ich soll auf, ich matt für, weil ich gerne matt für, weil auch nie ich nebs, wenn ich gewonnen habe, dann aus den zweiten halt echt also, und dann hast du dafür so. Mei, so das ist aber schon krass, dass die Eltern dann an dem jungen Alter schon so sind, mit, oh, du halt ein mehr Junge, mehr Jung Platz fort. Ja, ja. Das fand ich aber da schon ein bisschen. Ja, aber gerade weil bei so kleinen Kategorien, aber für ich selber, wenn ich klein ist, das ist immer wichtig, mir wenn ich Lumière geht. Und dann gucken, ob die kleinen Kategorien dann und denken sich, die sie gut. Also, ja, ja. Das wichtig, das ist für den Spaß am Fall. Ja, ja, ja. Weil er nur denkst, also, wen guckt er nur zurück auf Bambi 2 genau. Oder so? Okay. Ich meine, gucken wir, okay, wie zurück auf Bambi Minim oder ja, Kabi. Ja, ja, genau, ja. Ja.
Aber das war ja schon ein kleiner Abblick hier, an die Geschichte von der Familie. Lo, wo die Lisa leider fehlt. Ich weiß auch mal gerne ein bisschen, so, wie kommt die Lisa dazu? Die Lisa ist ja auch fehlt noch einmal Velo. Die Lisa fehlt noch einmal Velo. Ja, wie war das so mal der erste Junge so abgewöhnt am Club? Ich meine, für Mädchen ist es immer mehr schwer, weil generell die Frau will ich nicht wirklich beleidigt, ist nicht so, aber das ist halt nicht groß abgezogen. Ja. Also das ist wirklich ein kleiner Teil just vom Velo, weil ich den ein bisschen schuld fand. Ich kann nicht verstehen, weil halt viele Männer so an dem Frauen Velo Sport dran ist. Du wärst halt für viele Sponsoren und so nicht interessant, den Velo Sport, die Frauen Velo Sport zu unterstützen. Weil es halt immer da kein Zoom ist. Im Endeffekt ist Velosport also ein Business. Du ja. Siehst viele Leute, die viel Zoom immer da verdienen. Und wieso soll ich eine Frauen-Equipe sponsoren, mit dem ich Verlust mache, wenn ich kann eine Männer-Equipe sponsoren, mit dem ich sogar noch vielleicht Gewinn mache? Ja, ja. Und dann, ja. Ich meine, für die Lisa, das ist immer halt Mattgang auf die Kurse bei uns. Und, danach hat das halt auch gefahren, hat auch richtig viel Spaß. Und ich meine, das ist zweimal Champion, feierfach Champion gehen. Feierfach Champion gehen. Aber los, da noch ein erzählen, wie viele Champions-Titel in Hummer heißt es? Ja, schon keinen. Du hast keinen? Ja, schon keinen. Ah, ja, du warst, ja, da kommen wir noch ein drauf auf, die von der Folge. Weil du hast. Feier. Acht. Sachs oder ich muss auch. Ich meine, hier nicht so viel Champions-Titel wie ich bitte Champions-Titel. Okay. Oh, shit. Ja, aber das hast du aber. Also ich fand gut, dass die Lisa so sich an der Männerwelt so, auf alle Fall, ja, so, doch so, so stark developiert hat. So. Auf alle Fall, ja. Aber wie gesagt, bei mir Lisa aus an der Zukunft? Geht noch weiter, man will, oder meinst du? Also hat fehlt noch mal will, hat so in den letzten Jahren ein bisschen eine schwere Zeit. Persönlich ist ja, persönlich ja noch, ja. Wo ich nicht drauf muss sagen, aber ich meine, hat tut noch immer Spaß im Velo und hat möchte danach, hat geht möchte los in Schule, ich werde wahrscheinlich Philosophie studieren in Stuttgart, wo ich da auch das würde ich ganz stolz auf ziehen. Ich meine, das macht ja auch. Es war immer, tut mir leid gesagt, wo man für die Premiere gepackt hat, wenn man, ich denke mal, für eine Gruppe hatte, wenn man bei hier geguckt hat, da wird schon, weil ich den echt nicht mehr alles mitgekriegt habe, wo es auch geholt ging, dass du zu merken, dass ich sehr glücksbringend bin, das ist schon mal mega erzählt. Ich hoffe, für das nicht, weil du weiter möchtest. Ich meine, dass. Das hat nämlich Profi geht, das ist klar, das brauche ich gar nicht zu erzählen. Aber, ich meine, kann nicht jeder Profi gehen, aber ja. Ich fand es cool, wenn ich so einen Sport, den ich sein Leben lang gemacht habe, nicht abgeht. Naja, das wollte ich gerade so, nicht muss ich auch nicht den Weh machen für Profi zu gehen. Nicht jeder kann Profi gehen. Das kann ich nicht, also nicht jeder kann nicht Profi gehen, und das muss ich nicht auch ja. Nicht machen. Nein, auf jeden Fall nicht. So. Das war vielleicht die davon nicht wollen, die viel mehr, weil. So wie Leute Fußball spielen, die spielen einfach Fußball, weil sie gerne etwas machen. Ja, und genau. Verschiedene Leute fangen genauso, wie man will. Und dann so. Ich meine, der Velosport lebt nicht von den Profis. Nee. Ja. Der Velosport lebt von den Amateuren und den Cyclotouristen. Das ja. Ist da, wenn es für den Profi-Velosport überhaupt so interessant ist. Weil halt ohne die Amateuren und Cyclotouristen, die das Ganze unterstützen, ja. Werden Profisport nicht so beliebt. Weil da ging noch kein Zuschauer kommen. Ja, ich meine, Tour de France ist ein von den meistgegucksten Sportevenementen von der Welt. Und die wären nicht so groß, wenn nicht alle guten, die Sport begeistert oder Velos begeistert, ja. Gehen, die nicht Profi gesehen. Genau, ja. Ja, das stimmt. Aber ich wollte nur kurz auf Jugendkategorien angehen, da kann man auch ein bisschen dem Mathieu noch durch gehen. Du sollst achtmal Champion, Mathieu. Ich meine, ich bin aber nur gerade rausgefunden, dass ich echt der Mini-Champion war. Nee, zweiter Mini-Champion. Dann. Ich meine, am Cyclocross echt, zweiter. Hey, Raphael wisst Resultat. Cyclocross echt, Debütant, zweiter, Debütant, echt, Junior, zweiter, Junior. Das ist das schon. Der Mathieu hat am Cyclocross nicht einen Kurs verloren. Außer zu Pay, außer war eigentlich zu kontern. Ich hab dich immer echt letzte Bäuer. Ja. Weißt du, was mich da ein bisschen erinnert? Mein Papst hat mal genau dasselbe, wo hier ein Cross geführt war. Die zwei Juniorjahren hat den nie ein Cross verloren, außer ein Cross war. Ja. Und das erinnert mich ein bisschen an mein Papst gerade. Ich hatte immer die Kurs zu Mama, die uns immer. Das war immer mein größter Feind, Kurs. Ich bin da immer, boah, schon immer gewonnen. Aber im Endeffekt, der Enkel hat schon gewonnen, weil immer an den Bäuer aufgeflogen hat. Der Cross zu machen, meinst du? Ja. Den durch die Felder, du dir mega musch fand ich. Ja, also mir gefällt noch nicht, also kind ich schon mehr. Generell bei den letzten Burschen Crossen geht viel gekehrt, also kann ich schon bis heute mehr
Spannendes draus machen, mit, das hätte doch bedingt, wir ist nicht so viel Platz, weil also, ja, ja. Du das kannst machen. Du kannst halt immer groß im Holz spielen, mal über die, die riesen Dinge durchsteht. Ja, das stimmt, in Holz spielst du genau ein bisschen verkackt. Ja, mal zu Mama, aber das ist ja schon benannt. Ja, mit dem Parcours ausgeändert. Hast du geändert? Das finde ich schon mitgekriegt. Los, ich gehe aus Mechanismen mit. Und ich finde die jungen Herren, dass der Parcours Deals geändert wird. Okay, also. Sieben Männer kehren noch. Feierkehren Männer. Ja, aber von, so, von 30 Kehren. Ich meine, sind das 24 oder so. Okay, okay. Aber Raphael wollte ich dich noch freuen, wo wir Fedro noch drüber geschwart haben. Fünfmal Vice-Champion steht dann. Achtmal. Ah, weil auf dem Insta-Video steht fünfmal. Ja, und ich habe nicht geupdatet. Ne, fünfmal ITT. Fünfmal ITT, Vice-Champion, einmal, zweimal Cyclocross und einmal Mountainbike. Wie lebt sich du mal da? Ganz schlecht. Ganz schlecht? Ja, grundsätzlich nicht so schlecht, wie mit meinen Geschwistern ganz schlecht. Okay. Was hat gefehlt? Wann ich so froh in der. Oder erklär, was hat immer. Die kleine Funke nicht gefehlt, oder was? Mein, für mein echt Vize-Champion-Titel, das war Junior 1, kann ich mich nicht beklagen. Okay. Die Michel Ries hat gewonnen. Ja, okay. Das war ich just auf paar Sekunden, da kann ich mich nicht beklagen. Ich war echt Junior, ich war super froh um meinen zweiten Platz. Zweiter Junior, du hast alles schief gegangen, was hat Kind schief gekommen. Das war das Championat zu Schengen, ich habe meinen Schwung vergessen. Okay. Okay. Ja, ich habe meinen Schwung vergessen, ich bin in der W, sind wir aus der Pedal geflogen, an, wir hatten den Mikro und den ist nicht gegangen. No, also das alles, was hat kein schief gegangen, als schief gegangen. Du hast nach dem Michot, also dem... Dem, ja, ja. Ich habe dem Joey Michot den Schwung geflogen. Ja, und du hast Kallen regliert. Kallen regliert, wie ich mich gerade warm fühle, wie es mein Partner der richtige Schwung gemacht hat. Ach, das war die Flach, du, ne? Genau, die. Okay. Dann, erstes Jahr Espoir, sind ich fertig gegangen, du warst super zufrieden. Zweites Jahr Espoir, da ist mir richtig gut gelungen, da sind schon zweite gehabt Kevin und ja. Sie kommen vier um Pit. Ja. Vier um Pit leider. Da, das war richtig gut, da kann ich mich beklagen. Das ist alles. Also, du hättest mal nicht gedacht, dass ich zweite gehe. Okay, ja. Das war zu. Zu Dave für den, ja, Urwin und Birsch. Dritte Jahr erstmal sind ich zweite gehen. Auch im Rennen gegen mich. Ja. Du weißt nicht genau, was gefehlt hat. Das war zu Mama, das war einfach. Das soll einfach nicht sein. Ja. Du hast so alles schief gegangen, du warst schon anscheinend für ungefähr so 20 Minuten war Champion. Stimmt. Und du hast gesagt, so nee, aber nicht alles falsch. Du warst eine Minute drauf und du warst zweiter. Mit du war dick der Chaos mit den du Zeiten. War ein gehirnloser Chaos mit den Zeiten. Du warst bis quasi 10 Minuten für ein Podium warst noch Champion, das ist auch so gesagt gehen. Und du noch, hast dann gesagt, geh nicht, war Problem mit den Zeiten, und du hast alles im Kopf gehalten gehen, und du warst zweiten. Okay. Und du hast mich auf Instagram dazu geäußert, wirklich förmlich, ich habe da kein Numm gesagt, und ich habe mich einfach just gefragt, wie das kann sein. Und daraufhin habe ich von der Föderation angerufen gekriegt, schwer ist das Exempel für DM raus, weil mich sie an den Dreck gezogen hat. Ah, naja. Genau, Mebo. Das, ja, das ist eine Sache für sich. Ja. Also, ich bin noch nicht besser drüber, ob der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite fand ich es ein bisschen unheilig mehr. Ich meine, muss ich, was viele Leute können mich, oder ich weiß nicht, ob sie mich nicht leiden können, mehr, die sehen mich immer als den, der sich abbricht. Aber viele, tun ich auch schon mit vielen Leuten darüber geschwärzt, die meisten, die so gesehen, dass sie es waren selber kein Kurierin. Ja. Weil muss ich immer daran denken, wann hin, du in einem Zeitvernug könnt, und die also einen riesen Adrenalin, da sind einfach mega abgedreht, weil die gerade alles gehen hat. Ja. Da geht die gesagt, dass ich Champion und dann bin ich sind aber nicht mehr Champion. Da muss ich noch den Kurve verstehen, den hast du voller Adrenalin, die reagiert du nicht mit, die reagiert du vielleicht ohne direkt zu überlegen. Ja, die reagiert ja, einfach ja, so, wie ihn gerade fehlt. Ja. Und du sind nicht mit den Ähnchen dabei, du sind nicht halt. Zu Lützeburg halt das Bild davon. Ja, ja, mehr ich verstehe das 100%. Das ist halt so, das ist halt, wenn ich dich abbreche, das direkt, ah, das ist beim Hin, aber ich sehe nicht den Hähnchen. Ja, ich ja. Sind halt just halt paar halt Pummel dabei. Ja, ja, mehr, also ich verstehe das voll. Also ich rieche mich auch ab und ja, zu mal also gut ich auf. Mein, also. Ich verstehe jeden, den sich abbricht, weil das ist einfach so. Das ist ein lang Adrenalin, das ist ein Sport, wo extrem Adrenalin fließt und das sind du nicht immer ganz genau überlegt. Das fand ich ganz normal. Ja, ja. Und das letzte Jahr, das ist das letzte Jahr, da weiß ich nicht genau, was gefehlt hat.
tut sich am Anfang Kurs und sich, hat sich ziemlich gut gefühlt. Ich war ersten Tour nach Echten. An den zweiten Tour war es schon gegangen. Das war ja. Oh, ja, die war zwar schwer, die Championate. Die war sau schwer, die ist noch wirklich nicht entgehen gekommen, weil halt die Schlussbiste und der Rivero, die war richtig sauer. Ich war ersten Tour war ich nach Echten mit 5 Sekunden Avance und der zweiten Tour nach der Loic an den 8. Land. Okay. Also, zeitgleich gewesen. Und am Cross warst du dreimal dann? Am Cross zweimal. Zweimal am Mountainbike. Aber einmal geht der Loic. Okay. Also ich habe ganz lange Cyclocross abgehalten. Mittlerweile bin ich noch Cyclocross. Ja. Ich habe ganz lange Cyclocross gefahren. Und zu dem Titel muss ich einfach sagen, du warst einfach auch ein bisschen schuld. Du warst Mathieu, ich von den Hauptakteuren von meinem Job gesehen. Mathieu, erzähl ein paar gerne. Das war so, ihn hat am Anfang nur mit 2 Velos. Ne, Evelo. Und wir nicht mehr mit meinem. Ja, weil wir haben nie am Skater gereist. Ja. Mit unserer Tasche. Und vier an der Kurs hat vier Lager ein bisschen. Das ist gelenkt, genau, und dann wollte ich da ein bisschen proper machen und dann das Problem war einfach, wenn es gelenkt ist, weil die Schrauben einfach komplett am Arsch waren. Weil Mathieu hier gefühlt hat, dann dreht alles Vollgas bei. Du wirst kein Übermeter schießen, dass alles knackst, dann ein bisschen zurück und dann ist gut. Dann hast du gelangt, dann hast du einfach Draht nicht mehr anzweigen. Dann hast du die Gitter rein. Ja, und du hast hier gefühlt, gelangt, dann hast du das ja, hin und einfach vergisst Schrauben hinzuziehen. Hin und den Gitter festgemacht, oben, aber nicht Schrauben von der Potenz. Und dann sind nicht nur 2 Tier gewechselt, ob der Velo. Ich bin jetzt ein Poster rausgefahren, das längs Kehr, ich lenke links an und Draht geht richtig aus. Das war zu Attelbreck? Nee, zum Mirsch. Mirsch, genau, ja. Kronenbirsch. Ja. Ja, und du konntest einen halben Tour fahren mit einem Gidon, den nicht gelenkt hat, weil ich war beim Gelfand Lunch, konnte mich drehen und ja. Und der Loic war 3 Sekunden Hartmann, du warst 3 Sekunden Firma, du sind nicht bald bis bei ihrem Bike gefahren und du warst so platt, dass nie mehr Bike gesehen. Mal zu mir, das war aber auch ein mega schwer. Das war ein unheimlich schwer. Und mega lang, die sind mega lang, du gefahren. Genau, und wir sind extrem lang gefahren, ich meine, wir hatten 1 Stunde 20, weil wir schon 17 oder so etwas. Ja. Und der Problem war, dass halt die. Von da, wo ich gewiss, du bist bei den Posterem, das war die ganz wissen. Ja, mit dem Schreibschrank, ne? Mit war von den schönsten Zirkelkrossen, ja, die zu lösen ging. Du waren unheimlich viele Leute. Du war mega viele das Leute. Das war wirklich ein mega coole Ambiance. Mehr am Materialposten nicht so viel Mattgrut, wie viele Leute da waren, weil der Materialposten war ja innen, du bist am Lach. Ja. Mein Bruder hat mir auch erzählt, da wisst du, waren Tonnen Leute. Wenn ich mich nicht erinnere, waren 10.000 Leute. Ja, das war unheimlich. Ja. Also ich hatte noch nie so viele Leute in den letzten Cyclocross gesehen. Ja, ja. Also das ist ja hauptsächlich, weil ich weiß, vom Lex rausgegangen. Ja. Also da sind ich dem Lex dankbar, weil das war wirklich, wirklich flott. Auch wenn es nicht wirklich für mich war, weil ich halt dank dem Mathieu ein bisschen weggekackt habe. Also das war unheimlich flott. Okay. Am Mountainbike rumgehen die Loic auch. Das war Mountainbike, ich war 4, ich habe mich 2-mal hingelöscht. Einfach durch technische Fehler, die ich gemacht habe. Nein. Ach, du warst aber echt in der Platte und du wolltest mal falsch testen. Und du hast die falsche von Menge Mountainbikes nicht auf dein gegangen. Nee, das war das Jahr für du. Ja, du einen Job gehalten. Okay. Nee, das Jahr, du hast 2 technische Fehler gemacht, Loic war voll und Loic war einfach mehr stark. Ja. Und dann sind ich mir beigekommen. Und letztes Jahr geht der Scott. Du war der Scott fort, wir hatten ein paar Sekunden Avance. Du sind ich mit dem Loic am Cedric gefahren und der Mats war dabei. Und irgendwann der Loic war ich für mich mit dem Cedric, der Mats. Und der Loic war echt und der Loic hat attackiert, für beide zu fahren. Und war halt inzwischen das Zwei, du willst, konnte ich reagieren. Der Loic hat ein paar Meter schon noch einen Zug, dass sie mich so unterwegs sind. Der Loic ist nach bis bei der Scott gefahren, sogar Lunch gefahren. Lunch, und du schüsst nämlich bei der Scott kommen. Das war aber auch ein Flutschampionat. Das war ein sau Flutschampionat. Das war just halt schön mit Corona, dass nicht viele Leute konnten da sehen. Ja. Das war ein mega Flutschampionat. Also tun sie wirklich gut. Haben sie nicht limitiert, jedenfalls ab 1000 Leute? Ab 600 Leute. Ab 1000 Leute. Sie sollten ab 600 Leute. Es waren da sicher mehr da wie 1000. Ja, genau. Ja, mit dem ganzen Corona, da waren halt nicht viele Leute da. Okay. Du hattest bald verloren. Du gehst den Mill, gell? Ja. Am Sprint war es. Ja, du warst an der Kurs, war hier sogar eigentlich 3 Sekunden 4. Oh, freck. Und dann habe ich Schlag am Zug geredet und du hast gesehen, schon ein bisschen, dann schon mal Gedanken, wie meinst du das? Und du hast ein bisschen mit Kurs eigentlich am Kopf durchgelöst und geguckt, wohin sein Fehler halt mischt. Und du hast gesehen, am Sand mischt hier Fehler und du könntest nicht so gut raus. Und ich habe gefunden, dass ich ziemlich gut da rauskommen sind. Boah, ich habe mich auch nie getraut.
komplett durchzuführen, weil ich mich halt mehr sicher gefühlt habe am Laufen. Ja. Und die letzten Tour sind als erstes, denn du hast eigentlich kurz für deine Lasche gefahren, als erstes ran und du den Stoff hoch von der Fahnhafen noch direkt mit dem Rad. Und ja, bon, das war die Kehr, wo ich mal ein Wasser war, wie hier im Sprintboard. Das Jahr war das auch nicht. Aber du, du wolltest sowieso auf dich kommen, Mathieu. Chevigny auf Autoeder. Das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Oder ja. Was meinst du? Oder wie gesagt du das? Du hast aber lo, du bist du an einem Kader, mit wirklich, du kriegst Völle in all Gestalt, du fährst Kursen, die Großkursen. Erklär ein bisschen Autoeder, so, weil das Konzept von der Dingens. Und dann kannst du auch Großkursen mal angehen. Das war für die Leute, die nicht wissen, was Autoeder ist. Autoeder ist Novus Equipe, also Juniors Equipe von Borans Group, von der World Tour Equipe. Und bei Chevigny, also am Anfang. Sind ich auf Chevigny gegangen, weil ich am Anfang, weil ich gesehen habe, dass viele Leute von denen gut rausgekommen sind, wie gute Kollegen von Leuten Arno Lili und auch wie den Hide van Venedal. Oder wie war das? Philipp bei DSM. Okay, ja. Du sind Stunde gegangen und du warst schon. Und ich hatte auch mal Tristan geschaut, Porter. Ja. Und die war auch da. Du hast gefragt, wie das war und du wirst schon kommen, sie war schon erstaunt, wie professionell der ist für ihr Club. Kriegst auch Wille von denen, aber du bist ja nicht obligiert, die Wille zu fahren. Und auch auf große Kurse gehen die ziemlich große Kurse und auch wie die Leute, wie die das alles für das machen, schon ziemlich ziemlich sick. Und dann sind ich Kurs LAP gefahren, mit der Nationalgebe, du bist mir auf der Frank mich schon. Ach Fred, ja, bist du Auto Eder kennst du? Ja, ich kann das. Ja, weil die hatten ihm Urruf für mich. Die hatten mich gerne. So, war schon allein schon. Was hatten die da gerne von mir? Ja, ja. Und du hast Wärme nicht so gerne. Du warst schon ein bisschen enttäuscht, weil es war so ein bisschen Zweikampf gegen den Aren. Am Ende fällt mich raus, wer den Aren war. War ein Holländer. War zwischen mir und dem, sich ein bisschen zwischen dem entschied. Und dann, ob einmal haben sich die für mich entschieden und du warst schon, war schon enorm für mich und die Equipe, weil man lässte, wir sind schon mit dem Kian und so, ich war gedacht, boah, da stehen die noch kommen. Mhm. Und die erste Mal, wo ich da rausgekommen bin, habe ich schon mal ich schon gesehen, dass sie viele Echtjährige geholt haben, da war ich auch schon erstaunt. Und das war das erste Camp, das war Skilanglauf, du hast schon nur okay, hat mal gelöst. Das ist nicht so einfach wie mein. Das ist gut, so anders. Ich finde, das ist ja auch für dich zu Freiburg gemacht. Ich bin so panz gehalten, gell. Wir waren zum Schluss raus, sind nicht sogar bei meinem besten Kollegen, dass du den Romet Pajot, das ist in Estonia. Und er selber möchte den Ball nie, aber er hat das Gefühl, wie wenn er schon seit 700 Jahren möchte. Okay. Und dann zum Schluss sind ich mit Team Matt gefahren. Du warst ziemlich erstaunt, dass ich das hingerufen. Und ja, du sind die echt groß gekommen, aber bis lohnt schon immer kein Victor mit denen, da geht mich ein bisschen scheiße. Schon immer kein Victor mit denen. Und ja, die echt groß Victor, wo ich hatte, das war Kurs LAP, die echt Etappe. Ja. Direkt gewonnen und noch Zeit für boah, das schönste du den General gegen mein Co-Equipe von Auto Eder verloren. Ich kann ihm nicht lieber tun, dass im Endeffekt war herum am Team geblieben, war halt ein bisschen schuld für mich persönlich. Ja, klar. Und ja, du hast. Saarland kommen. Den Trofeo, ja. Genau, dann ist. Du hattest ja vorhin, wo ich da vorkomme, sie wollte ich gut attackieren. Wir waren um 4 Uhr, also wir waren um das Schlusszirkuit, war eine riesige Mauer, die war ultra geil. Mhm. Und das ist extrem lang rumgegangen. Du bist von innen rumgegangen und du bist da geduscht, das war eine riesige Ramp. Und dann hat es so, aktuell geht es so ein kleiner Norweger, so ein Giftswerch, der geht richtig ab. Also, okay. Und den hat den attackiert, dann den Talling, der Joshua Talling, für den hat Lubai Neos unterschrieben. Den hat er auf Platte gebaut. Der war sowieso für Jiffy Bosu, kein um Zeit für Kriterien den Trick und der Verlierer, weil er einfach zu schwer ist für die Bierger. Ja, ja. Und sie sind nicht dann angefahren, mit dem ganzen Platte, und dann ist der Platte aus dem Nähe gesprungen, dann waren wir bei ihm. Und dann im Flache sind nicht mit einem anderen Norweger vorgefahren. Und du wolltest ihn nicht richtig mehr schaffen, weil er halt nicht durch den Arab, mit dem, ohne den Arab nicht fortfahren. Und dann sind wir eigentlich rumgefahren und dann oben hat ihn am Bier hat ihn attackiert und ich war oben mit ihnen und sie und ich konnte verstanden und ich auf der Rille gehen. Und dann guckte ich an, der war schon lang und dann ist mir schon, dafür war nicht probiert. Und du wusstest, wenn sie beschlossen zurückrennen, habe ich aber noch immer die Avance auf die Jahre.
weil dann mussten sie auch zurückfahren. Ja, ja. Und da war ich vielleicht am Sprint, und du bist mal und ich geguckt, da guckt, und sie sind auf den Bike gekommen. Ja, und der ist direkt der General. Ma. Und ja, du hast die Europameisterschaft kommen. Aber die Europameisterschaft kommen wir noch, okay. Okay. Aber du sollst auch gerade Auto Eder, du weißt dann ein bisschen an den Knie, du hast noch kein Victor für die Kipp. Ja, mit Bord kommen wir noch. Aber du hast aber auch gute Resultate und ich gesehen an Italien oder so. Ja, ja, aber in Italien, du warst am Anfang, also wir hatten immer das für den Emil gegangen und war wusste ich auch, du probieren, aber ich habe mich aber schon gespürt, dass es nicht so gut wäre für mich. So, wenn sie für mich fahren. Weil ich gesehen habe, dass hier besser drauf wäre. Ja. Und sind wir hingefahren. Und da war ich die erste von Primavera, da sind ich Sechste gehen. Und Copa Montes, da war es echt so, dass wir gucken, wie viel mehr Leute halt einfach explodieren lassen. Wie halt typisch Auto Eder einfach einmal alles explodieren lassen. Und dann gucken, wie er übrig bleibt von Auto Eder. Wo man es nicht geht, das ist so aufschätzen. Und da war ich. Den alles explodiert hat. Und du warst immer mein Fort, aber es geht dann, Heinz, du das siehst auch schief von mir, Heinz, du stimmt dazu, dass gegenseitig in die Sicherheit geht. Mm, ja. Und, weil das ist dann immer so, mir das stimmt, aber auch wenn du ihn hörst, den, am Endeffekt guckst du auch für den ersten Resultat. Ja, ja. Weil, die interessiert dann auch keinen, boah, für sie interessiert das, mir interessiert dann auch keinen, ob du gut für den Keep gefahren bist. Das gucken sie auch mehr, wenn du kein Resultat hast, dann bringt das auch nicht. Und du warst am angefangen und dann hatten wir E4 fort, den hast du fortgefahren, einfach spontan. Und ja, dann hat er noch 50 Meter und dann hat er einen Sprint gekommen und dann hat ein Charge mich ein bisschen angedreht, dann hat mich nicht rausgelöst und dann sind ich Hände raus, ich tue jemand dem iPad, den Ball nach den iPad gerannt. Oh, bitte. Und dann hat er den iPad raushängen. Hörst du das Video? Oder? Du gehörst das Video. Ah, okay, stimmt. Du gehörst das Video. Okay, okay. Du gehörst das Video. Der Bild von der Zielkamera. Okay, nee. Aber wann ist der vorne? Wer meinst du denn? Ja, checken. Okay, okay. Und das ist was, das schon, also die Keeper ist schon enorm. Du bist am Anfang alles in der Profi und du hörst das Stuff. Die, was die, also als Swanierin, als die sie von der Profi. Okay, die, ja. Die sind am Anfang von der Profi und die gehen dann, wenn die so viele 8 Leute schaffen. Ja, ja, ja. Und da kennst du, wenn du in der Zeit mit Menschen zum immer dasselbe ist. Aber das war dann auch gehen mit den Profien, weil die waren dreigleisig gefahren und dann also zwei andere mal rauskommen, weil unser Hauptmechanismus ist aktuell krank. Und der war aus dem Spital gekommen und den ist nach daheim, ist gerade noch ein bisschen rekuperieren. Okay, okay. Aber da, du warst auch schon direkt zufrieden, oder? Okay. Ja, also ich kann mich nicht beklagen. Okay, okay. Aber dann wollte ich noch am Tour denken, der Raphael, Läden, welches Mechanismus hallo? Wie kommen du dort dazu? Wie gefällt dir dein neue Weh? So. Also, du gefallen dir mal gut? Ja. Dazu kommen, na ursprünglich hat der Motto hier gefangen mit welches Mechanismus. Okay. Also, hin hat ja ein Leo gefangen und das war aber, das hat nicht lange gedauert, wo ich bisher gesagt habe, okay, das geht nicht mit 40 Stunden die Woche schaffen, plus Velo fuhr, wenn sie wirklich will, das geht ziemlich schwer. Und ja, wie genau dazu kommen, das kann ich wohl nicht wirklich so. Ich schon immer mit Team zusammen, als Wolle repariert und alles. Ja, bist du so geknöchelt. Bist du so geknöchelt. Und als Eltern sind auch extrem dankbar um meine Eltern, dass sie als du immer gelöst haben. Das hat sicher viel Geld gekostet, weil wir auch viel Futti gemacht haben. Und mein Papa dann noch ein bisschen bei den Geschäften. Mit den Geschäften zu reparieren, sodass mein Mathe gewurzt wird. Und Und bei Mädchen zu Melisa selber. Der Dame die Lisa. Ja. Aber ich bin auch wirklich dankbar. Und ich meine, dass auch die Story runter, dass ich die Erfahrung habe, noch das kann. Weil, wenn ich viele Jünger gesehen habe, die ältere Lust sind, nicht machen. Hm. Und dann sind schon mal okay, mir dann. Also normal, dass du keine Ahnung was vom Velo, also von der Mechanik, weil ich meine so Standardsachen müssen den eigentlich können. Also dass ein Lo vielleicht nicht kann sein DI2 updaten oder was weiß ich, so Sachen. Das ist okay, da sind ich ganz mal d'accord, aber es gehen auch immer Jungen, die können okay Platte wechseln. Okay. Und dann so ich mal, okay, das sind aber so Sachen, das müssen aber Standardsachen sein, also. Oder auch, dann kommen Jungen, die was bei mir Kurs, die denen ihre Steuerkabas lassen. Also, ja, das wackelt, das merkt ihn direkt. Ja, also, ich meine,
die merken das mal. Das mal nicht, dass sie nicht wissen, wie es repariert wird. Sie merken das mal nicht. Aber ich fand immer schon ein Frechheit, wenn sie auf die Kurse können, sondern will was nicht an der Reihe. Vis-à-vis von Mechanismen. Das finde ich aber mittlerweile als Mechanismen ziemlich oft. Ja. Also, ja. Und dann sind ich halt, weil ich halt wusste, dass ich das halt dafür das du okay Kontrakt mit kriegst, du bist leicht in einem Kontrakt gefunden, dass du nicht Chemie kriegst. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich will noch ein paar Amateurskurse vor mir, ich fokussiere mich auf den Kurs. Und dann habe ich gesagt, geh ich mal Mathieu auf die Kurse mit, also weil jetzt ja mit der Federation, also ging ich mit der Federation mit den Junioren. Also ich habe auch am Anfang habt ich, also am Anfang nicht mehr für die Junioren da. Und das habe ich gemacht. Und da sind ich alle Kurse mitgegangen und ich bin bis alle Kurse die Federation gegangen, was war ich dabei, als Mechanicien. Und irgendwann, also durch den Claude Conter, den mich beim Gruppetto gesagt hat, hey Jungen, das ist ein guter Mechanicien. Und du hast den Polen Reschers mich auch geschrieben, hey, wie gesagt, das müsste. Und du sind mit dem Schatz gegangen und los schaffen ich halb Tag am Gruppetto. Ah, wenn das so gut, dann auch ein Big Shoutout in den Gruppetto. Und auch in den Claude Conter. Das und ein Big Shoutout in den Claude Conter, ja. Ja. Ich meine, ich bin ganz froh, du. Ich meine, die Jungen, den Paul, den Ben, sie sind wirklich mega relaxed. Ich bin wirklich froh mit ihnen. Sie sind gute Jungen. Mit ihnen kann ich wirklich gut zusammenarbeiten. Mit ihnen kann ich über alles schwätzen. Und sie sind halt mega dankbar, dass sie halt doch zulassen, weil ich halt, ich sind keine 20 Stunden Woche da. Also ich sind wirklich viel fort mit der Föderation, weil es halt auch von mir bei einem Kurs ging, die nicht mehr Samstag, Sonntag saß, vorher mal schon Freude ist fort, sind schon nicht da. Teilweise sie kommen da recht mein das Zweck, wie zum Beispiel heute, ich sind heute Mittag recht heimgekommen. Ja. Heute hat noch Feiertag, Gott sei Dank. Aber da sind ich nicht da. Ja. Und da sind ich wirklich dankbar, und sie, dass sie das, dass sie immer da kaufen sind, dass ich das mache. Und ja, dann schaffen halt Ludo morgens von 7 Uhr bis 11 Uhr. Okay. Auch wenn der Petterich macht da abgeht, sind ich aber schon um 7 Uhr da. Ja. Und für den Rest gehe ich mit der Federation mit. Okay. Das klingt aber schon einen guten kleinen Job so nebenbei. Das ist schon eine Vollzeit. Nee, ich meine, nur nebenbei mit der Föderation. Mit der Föderation ist ein guter Nebenjob. Ja, okay. Nee, cool. Ich finde, durch meine ganzen Sachen mit der Föderation und alles, und auch natürlich durch den Mathieu, weil er halt bei Auto Edas, habe ich schon Aufruf von meiner großen Equipe gekriegt. Ja, aber jung, dann immer weiter so. Ja. Ich will, dass du auch an einer großen Equipe schaffst. Ja, das mein Mail ist geschickt, also tank lösen von irgendwie, tank lösen um Schaffmechanismen, ab dem Sinne oder nicht, Hochstraßen. Das kannst du dann an paar Wochen suchen. Ja, ja, gerne. Da schreibe ich dann einfach einen Kommentar. So. Raphael wird gepackt. Und wie du sagst, der Cross müsste weiter, das bleibt aber. Der Cross müsste weiter. Schön, ich habe sich wieder vom Frank trainiert gehen, vom Frank Schlag. Und schon mein Trainer getauscht. Ich war mega zufrieden mit dem Frank, aber wirklich, dass ich halt Crossmann sind, denke ich, dass ich einen Trainer brauche, den wirklich cross-spezifisch als auch wirklich da Ahnung hat. Also, wenn ich so trainiert vom Dieter von Turnhout, also dem Michael von Turnhout, sein Bruder. Und genau, und den hat halt unheimlich viel lang am Cross, den möchte seit immer, sein Bruder, also ich bin der weltbeste Crosser von der Welt. Bei ihm war ich auch selber gut. Ich selber war wirklich ein Top-Crosser. Und du weißt, sind ich mehr froh mit ihm. Ich gehe auch den Weekend gehen, ich habe ein Training von ihm, wo er mir wirklich verschiedene technische Sachen beibringt, die mir noch vielleicht ein bisschen fehlen oder wo ich halt Tipps kriege. Ja. Und davon ist ziemlich die ganze Zyklokrosse durch. Okay. Und dann nächstes Jahr sind wir mehr genießen. Und dann warst du aber hoffentlich Champion der Saison. Das hoffentlich. Der Cedric wird nicht matt. Okay. Der Loic wird nicht matt. Mal. An wann? Die kennst du auch klappen. Die kennst du schon. Ah, vielleicht. Ich schon ja schon ein paar Mal geklappt. Aber ja, das. Die Jungen hat wirklich Druck, ein Talent. Er kann Wölle fahren, kann nicht so, was er will. Aber er ist auch da. Wir verbringen ja auch kein Hate. Nee, auf alle Fall. Aber du kannst. Schau da den Altjungen einfach. Den Altjungen. Die sind alle gute Leben. Die sind alle gut da. Das ist ja drin. Ja, von einer halben Stunde. Tschö, und Stefan verpasst. Ich kann wirklich Wölle fahren, also du kannst nicht so, was ich will. Und das ist nie einfach zu schampen. Sie gehen auch, wenn so gut wie die lo, wo ihnen aktuell gibt, so okay, die haben keine Chance gegen dich, der werden sie nie unterschätzen. Also, zumal so, wenn ich an Straßenkurs kann ich noch so, okay, du müsstest viel mit Druck wetten. Wir haben Cyclocross, das viel mit Chance, kann immer etwas geschehen.
du brauchst nur ein Gewicht zu rutschen, dann verlierst du schon so viel. Also du hast nicht nur den Druck, den zählt. Ja. Also du hast schon deals auch viel Glück und halt auch viel Können, wenn du gefroren hast. Und das hat mir im Cyclocross wirklich gefällt, weil es halt nicht mehr auf eine einzige Sache kommt. Ja. Da hat ganz viele verschiedene Komponenten. Nun. Ja, du hast einfach alles. Du hast auch Mechanik vom Velo und alles. Ja, du musst halt jeweils während dem Kurs wirst, hörst du schon, war das in dem Velo schief. Ja. Dass du den Mechanismus am Posten kannst so ein Hai, dann musst du ändern. Ja, ja. Auch zum Beispiel mit dem Luftdruck. Ich fuhr in den Cross und während dem Cross verändert sich der Parcours und dann muss ich mit dem Mechanismus können rufen, hey, also mein mehr Luftraum, mein Mann hat Luftraum. Mann, ja. Und das hat mir gefällt. Das ist halt mein Beruf gemischt mit meiner Passion. Ja. Weißt du? Der Raphael Hutsch liebt Show. Ja, immer Show. Aber ich wollte so in der Cross, weil du wissen, es wie mit der Formel 1, fand ich. Ja. Und ich bin ein riesen Fan von der Formel 1. Tipptopp. Der passt hier. Max Verstappen, beste. Ja, sowieso. Ich wollte noch auf der Matthew kommen mit der Europameisterschaft. So, erzähl gerne, wie hast du das aufgelaufen mit dem Chrono? Du hast dich voll wahrscheinlich doch präpariert, du weißt, der Parcours. Ging da Lion, ich hatte irgendwie selbst gelesen, du warst nicht ganz sicher, ob der Parcours gegen Lion auch mal da hört oder so. Ma, für uns war der Raphael immer gesagt, wir gehen Europa mich und ich habe mir gedacht, ah, lustig, ich weiß nicht. Und dann haben wir alles dafür gemacht, wir haben 100% gehen. Ja, für uns muss man so ein wenig das probieren. Ja, ja, hin. Ja. Und halt mein Trainer, mir. Ich bin am Anfang um Rollo waschen, also ich weiß nicht, ich muss nicht so gut gefühlt, weil es war halt extrem warm und die Kill, was ich unhat, die hat halt mehr warm geworden, wie sie gekillt hat. Ja, okay. Und dann im Depart, wenn man 500 Meter, fällt man von der Wille vom Dach aus der Wille gebracht. Ja, das stimmt. Den Ersatzwille vom Dach. Das stimmt. Also dann wir haben den Straßenwille auf dem Dach gemacht. Wir wollten à la Show machen, à la Philipp Bogana, den Dach voller Wille. Für so viel, wenn es den Dach von der Velo ist, der das direkt von hinten. Also wenn die Wand von vier kommt, das geht nicht nach da und direkt drin noch vier. Also es ist ein kleiner Cheat, den du machen kannst, den wo wusste. Das ist einfach den Cheatcode. Das ist einfach den kleinen Cheatcode. Ja. Du gewinnst nicht viel durch mich, wenn du noch in meine Hand schauen dann hörst du es dich. Ja. Und tut aber nicht so viel Brust, weil tut nicht wirklich viel Brust. Das Partie war 10 Meter hoch. Okay. Das Problem war, und du nimmst selber, du warst vier jetzt immer. Und ich bin immer den, der immer noch jetzt schwätzt. Seit der ganzen Saison immer. Ich schwätze immer, aber immer noch jetzt. Ja, ich kann ihn nicht seit immer. Ich weiß, was er will. Ich weiß, was er braucht. Ich weiß, wie ich mit ihm schwätze. Ja, ich erkenne nur seinen Fußstil, wenn ich ihn ein bisschen mehr brauche, wo ich ein bisschen ruhig muss. Sein. Ja. Und du willst schwätzen, ich seit immer bei ihm noch jetzt. Und ich habe mit ihm geschwätzt. Und ich habe alles immer gesucht. Und das Problem war ja dann, als der Velo, wir sind gefahren, aber immer, also, ich habe das Gehirn losgeklagt. Das ist sogar hören. Ja, ich habe das Gehirn, ich habe vier Minuten nach Hause geguckt, und das Gehirn losgeklagt, und dann habe ich nach Hause geguckt, und dann habe ich erst gesagt, bleibst du in den Velo draufgefallen. Ja, aber du musst halt und denken, ich habe schon geschwärzt. Das heißt, die Zeit, wo ich rausgekommen bin, als ich ihn ohne ihn getan habe. Ich wusste nicht, was geschieht. Weil ich hatte Heeren, du bist habe ich am Mauer Heeren, so, weißt du, so wie wenn der Radio so. So rauschen. So. Ja, so unterbrochen hast. Ja, weil ich und dann. Ich hatte Klacken Heeren. Und du hast mir noch gedacht, wie unnötig wäre das so, wenn du ich lang von den Arakuren Heeren Willow raufgefallen wäre, dann müsste ich denen das erklären. Ja. Wir hatten ja nicht alles, weil wir hatten ja keine Freunde bei mir. Wir von einer Leute, von Arakuren, die alle am Kamio hängen. Von der Arakuren. Von der Arakuren, die halt matt waren. Oh, merkt. Und ja, ich habe dann auf Radio geholt, an den Neck geklagt, rausgelaufen, den Velo geholt, Gitter gebracht, so tief aufgebracht. Und ja, ich konnte ja nicht mehr so auf dem Dach hängen. Der Sold war ja auf dem Tisch, war hoch, das Hogan alles, ich noch um die I2-Kabel. Ich hab mal abgeklagt, Sitze umgeklappt und das Ding in Hand dran gedrückt. Mal zugeklagt, auch im Vierern, und den Heiko aus beigebrettert wie ein Sau. Wir sind mit 130 Stürf gerannt, für ihn bei ihm beizukommen. Ja. Ja, und ich hatte Radio in der Hand und schon dann irgendetwas gelabert, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe einfach irgendetwas gesagt, was mir angefallen ist, wie dass ich ein bisschen beruhigen kann. Ja, ich kann so ein Hai, das ist alles okay. Ja, aber da kann ich sagen. Genau, ich bin mir beigefahren und schon einfach usual business weitergemacht. Ja. Wie wenn nichts geschieht wäre.
Weil, so weil ich konnte mir nicht erklären, hey, Digga, dein Velo ist gerade vom Dach geflogen. Weißt du? Und ich schon immer den Wahoo, also mein Wahoo, wo ich drauf gesehen habe, wie viele Kilometer ich mache, wie schnell ich fahre, mit meinem Wahoo war bei der ganzen Aktion Hannen und einmal. Und du hast einfach geguckt, so im Auto, okay, wie viele Kilometer sind wir ungefähr. Und irgendwann, wo ich denke, einfach ich rausgegangen habe, finde ich, kann mal geklettert. Und dann der Wahoo geholt. Und dann hat schon mal okay, alles. Okay. Und ich schon, und plötzlich noch mit die Beige gefunden, ich schon einfach durch wird geholt und weiter. Ja, da wirkt, also da hat man den Schock vom Leben gemacht. Und das größte Problem war, wir hatten keinen Ersatzgitter dabei. Also, das war der Wollen, mit dem wir so drüben sind, ich hab's vorhin. Ja. Kein Ersatzgitter dabei, kein Ersatzgitter. Oh, fuck. Und dann haben wir das alles mit Bora zusammen den ganzen Tag hin und her telefoniert. An den Tag für unseren Kurs mit diesem 5 Hour, und ich aus dem den Gitter und Söldetisch per Flieger angeflogen. Oh, freck. Und dann habe ich das bis 7-8 Uhr und ich das da montiert. Ja, ja. Für das ich an den Tag dann Kurs machen. Das war wirklich. Und das alle, das alles während wir Europameister gewesen sind. Also, das war schon krass. Das ist ich war sogar noch du hast den mein das nicht hart Mechanismus mehr das finde ich große Mechanismus aber woran hin hat Spaß als so ein Portal Ugruf an den die PD Stung für den dir ja das war wirklich das war tight call ja okay gut am Ende ich kann eine gute Gina und dann nur aus ja weiß man ich meine ein Foto dann setzt man dran wie war das dann also wo der Raffel dann bei da war so du hast das dann wahrscheinlich schon sowieso matt gekriegt gehabt, doch das Illnaps geschieht war, du wusstest nicht was. Ich hab zwei, dreimal nach Hause geguckt und du wusstest schon, dass der Wille ruft, weil das hey ja dir, das ich nicht geklagt. Und bei dem Vierer ist das dann anscheinend doch passiert. Ja, doch der bei dem ist aber auch noch so in der Seite. Also okay. Wir gehen davon aus, dass die Vierer jetzt den ersten Matt geholt hat. Ja. Und mir, also bereit hat und den Hunger rufen, mir und du komplett matt geholt. Ja, so ja. Was gehen wir davon aus, dass es geschieht ist. Okay. Und dann, du hast aber deinen Rhythmus weitergeführt. Du sollst am Anfang, du hast dich nicht gut gespürt im Rollo, weil es so warm war. Ja, im Rollo hast du mich nicht gut gespürt. Ich weiß nicht, ob es warm war oder weil ich auch vielleicht nervös war. Ja. Weil ich halt wusste, ich bin eh von denen, die halt keinen Nappes reißen. Ich war halt nicht erwartet, dass ich direkt gewonnen habe. Ich wusste aber, dass ich kann Top 5 fahren kann. Und an der Kurs war ich am Anfang, weil ich so Dave Nummern hatte, und ich war gedacht, das geht sowieso nicht. Und schon auch weitergemacht an die an B-Moll und ich Leute für Leute überholt. Ich hatte nur 4 Leute überholt. Ja. Und die sind am Minutentag. Muss ich so sagen, wir haben dir geguckt, den 4 und dir gestartet hast. Das war mit Pavel Novak, war ein Tschech. Und ich habe zu Mati gesagt, alle, ja, die gehen wir sicher. Ja. Und der Mati so, oh, laber, die gehen nicht gut nicht sicher. Ja, Matthias, die machen ja. Bei denen hast du die 4 und die sicher gegangen, nicht in die 2 sicher gegangen. Den hast du 2 sicher gegangen, der Mati hast den auch sicher gegangen. Okay. Und ich kann mich ganz gut in die letzten 5 Kilometer erinnern, die waren toll. Also das war durchtötzt, weil ich hatte schwarz sieber schon und in mein Face gebrannt. Und, das war 37 Grad. Ja. Und boah, der Pavel Novak, wo ich den überholt habe, das war an einem Rampen und hin aus der Bahn gefahren. Und ich wollte aber auch Bahn fahren. Und dann ist mich irgendwie dazwischen gequatscht. Und dann, wo wir auch gekommen sind, war nach dem Helm, Christian Helm ist noch da und mich umgefallen, hat auch mehr viel geholfen. Und dann sind ich auch gekommen und ich bin direkt umgefallen. Ich bin direkt schwarz geworden, dann schon schwarz geworden. Die Lunge ist da. Und ich hatte kaum zwei mit der Schweizerin ihren Rucksack, 2-jährigen Rucksack. Und du bin mir sie gefragt, ja, kannst du vielleicht meinen Rucksack kriegen? Und du gehst dir die berühmte Foto, wo ich abgestanden bin, du da dabei bist. Ja, ja, ja. Da ist am Anfang, wo ich abgestanden bin, und du bin mir aus dem Blackout gegangen. Ah, bitte, ja, weil wenn es da hört, ist doch einfach alles. Ja, und dann sind ich auch gekommen. Südsturm hat sie dann Leute für Leute lernen können. Ich bin immer echt geblieben und die Favoriten kommen und es waren auch immer echt dann. Und ich dachte, egal, das was ist das? Ja, kann ich nicht sehen. Ja, und dann hast du die Lasche gekommen und du warst noch immer echt dann. Ah, oh, bitte. Und du warst alle Foxy gerade Europa Maschine. Ich direkt mir auf Freunde gerufen und war schon, also für mich war das enorm. Ich mach für dich an, du warst fucking Europa Maschine gehen. Für mich ist das Lohn auch immer krass, wenn du dir bedankst, wie viel groß Profi bei Junior. Überhaupt Europa mich da gewinnen, überhaupt einen Titel neben dem Champions League zu kriegen, ist schon enorm. Du gehst dann im NSB. Du hast den echten Europameister verletzt. Naja, den echten. Ja, mir so, also, das, also, ich kann da nicht mehr so, ich war so stolz, geil, also wirklich. So. Das ist alles kein Ohr, Musch. Warte, Moment. Kleine technische Probleme. Also. Ja.
wäre voll. Ich hoffe nicht. Ja, komm, scheißegal. Du musst ihn da so ein. Ich sehe dann mit meinem Auto, sie mir da darum so viel rausgelegt. Ja. Und dann stehen wir da und wir halt gewartet. Du darfst. Ja. Ich stehe gerade gegen Reden, ich weiß nicht. Oh nee, nee. Das ist ein cooles Smiley, du. Lass nicht den Deckel abmachen, los. Und du hast halt gewartet, mir den Radio gelauscht, also den Radiotour. Mir halt gewartet, 10, 15 Minuten. Und das nicht geschieht, und mir nicht mehr Zeiten her. Und ich wusste aber nicht genau die Zeit für Mathieu. Hm. Und irgendwann rief der Mathieu mich an und sagt, Digga, ich bin Europameister. Und ich war so, ich bin nicht, hat er gesagt. Und ich war so, was ist sicher? Und ich war so, aus den ran? Ja? Aus den ran? Ja? An den? Och, das steht er ran. Schwier. Und dann Heiko hat gesagt, ob Kai und mit Velo gehen. Und ich bin direkt abgesprint. Und wir haben eine Gruppe mit den Jungen, mit all, ziemlich so alten Junior, mit denen wir so hängen. Und dann ist direkt an die Gruppe gerufen, weil sie stehen nach gerade zu, um Findel für den Flieger zu holen. Und ich bin an die Gruppe gerufen und gesagt, Junge, wir sind Europameister. Und ich hier abgesprungen, als ich in der Matti direkt ein Handy ging. Und ich habe so, ja. Das war echt schon geil. Das sind auch die schönsten Momente dann. Alle guten um die Engel, alle um FaceTime. Und dann wir ja, da ja. Zwei. Das ist schon cool. Denk, Mom war ja auch dabei als Staff und dann Foto gesehen. Ja, wir waren alle Kurs, wo ich schon mal gegangen bin, war immer noch dabei. Das muss bestimmt noch ein dick schönes Gefühl gewesen sein mit der Mom, mit den Eltern. Du. Der Papa war nicht da, oder? Ja, der Papa war nicht da. Ja, aber muss aber wahrscheinlich mega schön gefühlt. Ja, auch den Hat-Scout von Bora Wort oder so. Also, so sind die ziemlich gut mit dem und die war auch mega froh für mich. Und allein schon, weil meine Mom da war, die einfach mal gesagt hat, das ich gerade gefunden für mich war das enorm, weil ich habe nie gemeint, dass ich das, wie ich gesagt habe, für drinnen heim, gesagt, du gehst Europa, mich da. Hallo, bin mal sinnig da einfach. Und das ist schon enorm für mich. Und dann, dann war ich in der Dopingkontrolle, das war nicht so geil, du siehst 3 Stunden, weil ich nicht pissen konnte. Mir das hinter viel. Also ich muss sagen, ich hatte doch schon. Ja, das ist mega scheiße. Ja. Also es wird noch den Christian sind noch zu mir, das ist mir egal, ich sitze, ich bleibe in halb 8 Stunden mal zu sitzen. Na, ja. Mich da gesagt, das ist mir egal. Wir mussten so in 400 Zeit vorhin, haben wir ein Wett aufgeschlossen. Okay. Die haben aber nur angelegt gehen. Okay. Wir holen. Du hast auch noch ein Video. Auch noch ein Video. Okay. Ich finde das Video aber nicht. Du machst die heute Video, stimmt. Okay. Wir holen 400 Ofen im Dach, den Dach für drin, haben wir gesagt, hey, wenn der Mati. Du war nämlich ein Schwamm mit einem 10 Meter Sprungturm. Okay. Der war aber gespannt, also du kannst am Anfang nicht rumgehen, weil man so Placken, so Holzplacken, das war die Trab gespannt. Du hast nicht schon weit können. Ob den 3 Meter klommen. Normal mit der Trab, dann vom 3 Meter musst du dich über das Gitter auf den 5 Meter zählen, und dann vom 5 Meter kannst du dann pro Meter so, dich so irgendwie ein bisschen unhalen und dann warst du auf der Trab, so war Traben frei. Ja. Und mir gesagt, okay, und dann hat mich gesprungen auf dem Turm. Ich, der Jean-Claude, ich, den Christian und den der Jampi. Ja. Und du hast dann auf mich gegangen und wir waren war oben so im Elwauer und dann haben wir gesagt, so, wir sprangen da rauf. Ja. Und wir sind raufgegangen mit dem Christian. Und der Jampi war so, hey, der blöde, sprang nicht drauf. Ich sprang nur von 5 Meter. Dann hast du auf den 5 Meter gekommen und gesagt, Raphael, wie geht's halt um 10? Ich komme und ich bin immer zusammen vom 10 Meter raufgesprungen. Der Christian ist einfach raufgegangen, Der Christian ist einfach raufgegangen, raufgesprungen. Und der Jampi war so, los, möchte ich mal gucken. Und ich sagte so, du weißt schon, dass es dem hier raufgeht, weil du kannst nicht raufklammern, das war so viel zu gefährlich gewesen. Du hast mich so hochgesprungen, da war man halt oben. So, Jampi so. Meinst du, ja, ich kann die ja, Video ableiten? Ja, 100%. Okay, dann da könnt ihr in der Luft. Du gesagt hast, nicht viel. Das ist ziemlich dunkel. Wenn du gesagt hast, hast du hochgesprungen. Okay. Das war schon geil, das war da gelesen. Aber das ist gut. Und der letzten Tag sind wir einfach aus Spaß in mal gut reingesprungen. Ja, oh, was hat man noch? Du warst dann noch geschmiedet und das tut ein bisschen. Natürlich gut getraut. Ja, mehr hatte für drin Espresso. Ja, das war auch eine witzige Geschichte. Wir hatten Champers gekauft, für den Ofen zu feiern.
Und meine Mama hat aber gemeint, wir gehen für das. Ich habe gesagt, wir haben richtig recht. Ja, wir haben richtig recht, nur mit Rotschamp. Ja, ja. Meine Mama hat vier Flaschen Champagnes gehabt. Und ich meine, der Christian wusste, dass wir auch vier Champagnes gehabt haben. Oh. Wir haben acht Flaschen. Wow. Das war viel, viel zu viel. Und dann waren wir so, die konnten nicht saufen wie im Müll. Und du weißt, zwei Lichtruppe hatten sie auch oben geschafft. Und du haben wir drei Flaschen haben wir getrunken. Wir waren zu, was waren wir, 20 Mann oder so. Ja, ja, das geht ja noch. G-Drain hat ein Glas oder vielleicht anderthalb Glas getrunken. Und du waren noch fünf Flaschen übrig. Und nur im Europamist, nur der Straßenkurs, hatten wir aber kein Gläser am Kamion. Und wir hatten aber just, weil meine Mama die Kaffeemaschine hat, just so Espresso, die Papaya-Dinger. Ah, ja, und du nimm mir Champagne und Espresso gelegen, man. Du so kleine Shots. Und da war immer, wenn ich komme, hast du immer gesagt, willst du ein Espresso? So muss das sein, Man, du hast dich gut getraut, dann du bist mir lasst. Dann noch, gell? Ja, 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 genau, du hast dich gut getraut. Wir waren nicht aufwendig, wir waren einfach generell mega abgedreht, einfach so, weil wir gerade vom 7 vom 10 gesprungen hast, aber da geht ja ultra Adrenalinschub. Ja, ja. Und du hast mega gefährdet, du bist mir lasst gesprungen und du stehst mir hin und du guckst mir rauf, wie steht das dran. Ich bin gerade draufgesprungen und du siehst mir auch alle gut draufgesprungen und du hast dich drin so gut. Hey, was ist da noch hin? Einfach mal. Und du bist der Dürren, hallo! Ja, das war schön. Ja, mir lassen mich, wenn sie von Zenger, wenn sie rupp, wenn sie von oben guckst, ist enorm. Ja, das ist enorm. Ja, ja, aber wenn sie von einer rupp guckst, das sieht so, so heiß aus. Nee. Und, weil ich war auch eigentlich an der Kock, weil ich so vom Zenger gesprungen bin. Ja, ciao. Uwe, was ist Panik vom Leben? Ja, 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 Uwe. Ich bin aber nur schon die nächste aufgeschlossen. Okay. Und Area, was ist das? Area 47. Area 47. Ah, ja, ja. Du, am Ötztal, du gehst in den 27 Meter Turm. Boah, nee, boah, du musst einfach dazu suchen. Ja, zu dem 27 Meter Turm darf der Rohspann. Am Anfang darf er nicht. Ja, Red Bull, das ist ein Profi, der darf rausspringen. 20 Meter Turm. Ah, Junge. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben zwei Mischen gesprungen von 20 Meter Turm. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Ich sind, wir sind, wir, Bora ist ja Sponsor von uns. Ja, ja, ich kann ja mich da aus. Zieh doch um gleich du. Okay, okay. Aber wenn es ein Wellmischer ist, dann kommen wir auch mal. Da sprang wir durch. Komm, dann halten wir das doch halt fest. Halten wir das fest. Ich weiß nicht, ob werde ich mich halt auch los. Mal kommen dann nach meinem Glast froh, da das, weil wir aber doch schon eine gute Stunde eigentlich geschwart. Was bringt Zukunft? So, was ist das Ziel an der Zukunft? Profi wahrscheinlich bei dir. Ja. Bei dir, Raphael. Aber, wie gesagt, mein Offer, ich finde mein Offer kriegt. Ja. Und alles ist geschrieben, das geschickt und ich warte, ich muss dann beantwortet. Dann, wenn das raus ist, dann ist das meine Zukunft dann. Ja, top. Ich hoffe, dass es durchgeht, gibt mir unheimlich Schritt machen, wenn das so durchgeht, wie das aktuell so geplant ist. Und ja, dann wird das in Zukunft für die nächste Periode sein. Tipptopp, das freut mich zu hören. Aber ich meine, wir haben genug geschwart, ich meine, wir haben über eine Stunde. Ist so nicht, merci. Ja, ich schön. Und der Teil kommt dann in zwei Wochen online, wenn das für euch okay ist. Gerne. Aber dann. Die zwei Social Medias von den zwei Jungen sind innen verlinkt. Followed the Mathieu für seine Weltmeisterschaft. als Wett, die besteht. Yes. Der Raphael, der geht auch das Jahr Champion am Cross, ich der auch. Ich bin dafür, du hast Hölle von ihm. Auf alle Fall, gib dir Like, Kommentar gerne schreiben, Subscribe können gerne machen und followed den zwei. Und merci für's nur gucken. Ciao, ciao. Ciao.